Deutsch. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Super Street the Game. Ich weiß nicht sehr viel über dieses Spiel. Ich dachte mir, als ich da mal durch den Store gestöbert bin, was könnte man nach Need for Speed machen, bin ich auf dieses Spiel bei ihr gestoßen. Ganz für einen relativ kleinen Preis dann im Store. Ich glaube, irgendwie 6, 7 Euro oder was. Das ist, glaube ich, aktuell. Und dann schauen wir einfach mal. Also, Gott sei Dank ist es auf Deutsch. Ich dachte jetzt auf Englisch, aber es ist auf Deutsch. So, wir fahren das ganze Ding, würde ich sagen, erstmal auf. Wir machen es auf einfach. Tutorial rennen. Ja, komm, ich weiß wenig über dieses Spiel einfach. So, nebenbei noch eine Dose Energy schnell aufmachen. So. Dieses Tutorial führt dich in die Grundlagen des Rennsports einfach, den Kontrollbaum zu aktivieren und den Schwierigkeitsgrad einfach anders, haben wir ja ausgewählt. So, und ich mach das ganze Ding erstmal auf. Oh, Audio, verdammt laut. So, ich mach das ganze Ding mal auf. Ich mach Musik mal aus. Aua! Da war ein Auto. Ah, mit schön mit Schadenssimulation. Yeah! Klingt lustig. Warte, verpiss dich. Oh Gott, das hat er dir nicht. Weg da. Ja, weg da. Das könnte witzig werden. Gut, auch wir überhaupt noch. Den. Könnte ziemlich lustig werden, das Spiel. Naja, für den Preis. Was soll man da groß erwarten? So. Beziehungsweise geht es darum, mit einer Schrottlampe unten anzufangen. Es liegt an dir, die bis zur Spitze fahren und deinen ultimativen Straßenrennwagen anzufangen. Okay, wir sollen auf jeden Fall mit einem Auto anfangen. Wir haben ein paar Fahrzeuge auf jeden Fall. Ach Gott, das sind keine Originalfahrzeuge, okay? Also kein Original-Dings. Ich hatte gedacht, okay, ein bisschen ist es wie Need for Speed Underground, aber, Underground 2. Aber scheinbar ist es auch ein bisschen anders. Aber es könnte ziemlich lustig werden. Wir gucken uns mal so ein bisschen um. Was haben wir hier für Autos? Das dürfte hier so ein alter Golf sein. Also Golf 1 sein. Dann haben wir hier. Oder dann haben wir hier noch einen alten Honda Civic wahrscheinlich. Hm. Mustang. Okay. Dann haben wir hier einen Nissan Skyline oder so weit. Ja. Gucken wir mal. Wir nehmen aber hier den immer, würde ich sagen. Irgendwie kriegt ihr ja tatsächlich mehr. Nehmen wir den einfach mal. Das war dein erstes und einziges Auto für das Projekt. Bist du sicher, dass es diese sind? Ach, wir dürfen gar keine weiteren Fahrzeuge gewinnen. Ist es das einzige Auto überhaupt im ganzen Spiel? Okay. Das ist durchaus gar nicht mal so uninteressant. Das ist cool. Geht die Werkstatt sicher an, was du machen kannst, um dein Auto zu verbessern. Wir gehen mal in die Werkstatt rein. Verbesserte eine Chance, wenn du das Auto aufrüstest, das Geld, in das du in Rennen investierst, kannst du nutzen, um dein Auto zu personalisieren. So, fangen wir mit der Karosserie an. Wir gehen auch mal gucken, was haben wir überhaupt irgendwas drin. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? 550, okay. Ich gucke mich gerade mal ein bisschen um. Ja, wir kaufen die Stoßstange. So. Oh, wir haben keine Kohle dafür. Dann nehmen wir die hier. Aber jetzt hat es gar nichts. Mehr kann man nämlich momentan eh nicht machen. An dem Auto. So. Dann geht es jetzt weiter mit der Karriere. Jedes Event ist eine Mischung aus verschiedenen Rennen. Ränge bringen die mehr Ansehen. Auf jeden Fall. Wir fangen an mit Sponsored by, also Tune in Tokyo auf jeden Fall. Also es scheint immer was Japanisches zu sein.
Gut, dann fangen wir an mit Edge of Felic. So, auf, wäre alle Kontrollpunkte mit die Zeitanlauf Schwierigkeitsgrad einfach, das haben wir ja schon gemacht, also ein bisschen Kontrollpunkte sind insgesamt 9. Na dann schauen wir mal. Ziemlich witziges Spiel. Auf jeden Fall hat es ein cooles Schadensmodell, auf jeden Fall, dass man die Karre mal komplett zerlegen kann und auch die Kontrahenten ein bisschen zerballern kann. Das ups, das war die Schulstange. Upsi. Aua, hau ab da. So, 6 haben wir und die kriegen wir wahrscheinlich sehr gut hin. Das war schon. Upsi. So. Ja, das hätte man nicht bemerkt. Jemand hat jetzt vor dem Auto gemacht. Oh Gott. Das sieht schon wieder gut aus. Gut. Dann fangen wir weiter mit Boarding Green. Oder Boarding One heißt das, glaube ich. Gut, dann legen wir los. Geht schon wieder gut los hier. Die räumen auch gerade mal alles ab, ey. Ab. Du Sack, Junge. Gut, dass sie nicht nur einen mich selber haben, dass sie auch da mal sich selbst zerkrollen. Du meinst ja, mich haben zu müssen. Gehst du zurück. Ach, was hast du denn mit mir genommen? Komm, mein Freund. Dann machen wir es eben so. Kurz noch ein bisschen ab. Das haben wir ziemlich souverän gewonnen. So. Gut. Perfekt. Haben wir das auch erledigt? Nächste Rennen.
schade, ich hatte das fast noch gerne. Klunk. Mit einem kleinen roten Golf hier, ne? Boah, Ami, sag ja mir. Ich gehe momentan auf P5 rum. Weil ich nur gerade weggeschossen werde. Ich hoffe, wir müssen rankommen ins Feld. Den Rückpfeiler, den habe ich dezent nicht gesehen. Gut, dass wir drei Runden haben. Alter, es geht ab, bald. Wir haben jetzt wieder auf 5, also haben wir kurz auf 1. Aber nur minimal. Den Kollegen da wegschießen. Scheiße, nur in so eine kleine Wand, ey. Wenn wir das Rennen gewinnen können, das ist schwierig, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber... Scheiße. Dritter. Egal. Komm, starten wir nochmal neu. Das wird schon hängen. Da starten wir nochmal neu. Ja, Need for Speed kommt nicht ran. Definitiv nicht. Aber da müssen wir hier noch eine Weile drauf haben, bis dann immer mal der nächste Teil kommt. Fahre ich das ganze Ding bis hin. Bisschen sicherer. Komm. Ich hatte 1,5 Sekunden. Ich dachte, du bist jetzt nur eine ganze Sekunde hinter mir. Scheiße. Sag ja, ein kleiner Fehler und da kannst du das ganze Rennen kosten.
bisschen Glück schaffen wir so noch irgendwie über die Linie. Okay, Fortuna veranstaltet ein Event in der Nähe. Lass uns hingehen, zu irgendwas, ob du für die Autoszene bereit bist. Mit der Karre da momentan noch? Naja. So. Gut. Haben wir das Ding durch jetzt gerade oder was? Ach, wir noch ein paar Rennen, ne? Drei noch oder so. Ja, drei fahren wir noch. Zeit sie fertig. Könnte auch ein relativ kurzes Projekt werden, absolut mal gesehen. Wenn noch so wenig Rennen nur sind. Naja, ich meine. Ich hab's gerade drauf, dass du das diesmal scheint es ein Sprintfan zu sein. Klong, klong, klong. Mal jetzt ein. Aber es ist ein Zeitfahren, ja. Also wirklich nur auf Zeit. Ja, mal gucken, was wir danach machen. Mal gucken. Ich weiß schon, wie lange das Ding hier dauert. Drei Kontrollpunkte haben wir noch. Upsi. Ab. Ziemlicher Verkehr gerade hier. Geschafft. Die Werkstatt. Wir haben noch zwei Rennen. So, Kohle haben wir ja mittlerweile wieder ein bisschen was verdient. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf die. Können wir mehr aufs Tuning gehen. Wir nehmen einfach mal die hier. Ja. Mal gucken, mit dem Spoiler mal kurz gucken. Ich bin mal so ein bisschen Fan von denen hier. So. Achso, Splitter sind die verbunden unter dem Auto. Okay. Naja, passt schon so erstmal. Gut, dann weiter mit der Karriere. Viele Rennen sind das nicht, ne? Aber doch, so sind doch einige, tatsächlich. Ah, das ist cool. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Dann wird es auch nicht so kurz, wie ich das eigentlich mir so erwartet hatte. Hm? Wo denn? Ob ich nicht jetzt gerade gewesen? Hier, Importuner, eins auf Wort. Genau. Zwei Rennen haben wir noch. Learning Course.
drei Gegnern. Dafür haben wir den Kotflügel eben kurz. So, jetzt hören wir da gerade durch. Da war die Kurve zu weit eng. Scheiße, dann haben wir schon mal da vorne. Fünf Runden haben wir. Das haben wir so ein bisschen besser gekriegt. So, den haben wir schon mal weg. Für das der Kollege hier noch. Alter, was wollt ihr von mir? Geh weg. Ich will das Rennen hier gewinnen. Nämlich komm nicht vorbei. Ich will mich da schon mal vorbeidrücken, wenn wir nehmen. Der will nicht, ne? Weil da noch einer hinterherkommt. Also ich komme nicht auf den Platz da vorne. Weil der irgendwie immer ein bisschen mit Glück da sich direkt durchsetzt. Hinterher. Scheiße. Mann. Neu starten, komm. Sind ja Gott sei Dank relativ kurze Rennen. Bisher, zumindest. Ah, jetzt sind die Fahrer, okay. Schön, dass wir jetzt wieder reinkommen. Geh weg. Ah, da bist du mal erst noch rutscht diese scheiß Wand da, ne? Das ist schon wieder 4. Genau, kloppt ihr euch zweimal um die Ecke hier? Komischen Golf da vor mir. Solange die sich da hinten schön bekämpfen, ist das für mich eigentlich sogar angenehm. Weil so komme ich jetzt ein bisschen raus aus der Gruppe und haben das Ding gewonnen. Sauber. Yay! Ganz cool gemacht, das Spiel auf jeden Fall bisher. Oh, cool, ein neues Crew-Mitglied. So. Hehe.
So, Eventcoach. Nehmen wir die mit. So, weiter geht's mit der Karriere mit dem letzten Rennen hier. So, nehmen wir davon mit hier vorne. Ah, es wird immer der Letzte eliminiert, okay. Das ist quasi so ein Last Man Standing Rennen. Das heißt, wir müssen es eigentlich nur die ganze Zeit vor denen halten. Und da müssten die einfach nicht Letzter sein. Oder nicht Letzter werden, so Letzter sein. Und dann ist es ja auch egal. Verabschiedet sich gleich Murphy. Mal gucken. Wie gesagt, wenn wir hier vorne in so Reden wegfahren, gewinnen, ist das für uns kein Problem. 5 Sekunden noch. Nur noch 3 Leute übrig. Einen habe ich ein bisschen an der Backe kleben gerade. So, und das letzte ist jetzt der hinter mir fährt die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen vorne bleiben. Das war's. Ich bin zur Spur gekommen und dann war's das. Jetzt ist das Thema gegessen. Den kriege ich nicht in 6 Sekunden. Ne. Scheiße. Versaut. Ich muss die Begrenzung rein und dann hast du, dann kann man nicht mehr raus. Scheiße. Aber, naja. Komm, machen wir nochmal. Und dann nochmal Feierabend. So, kommen wir erst nochmal. Raus. Ich habe leider keine Rückfahrkamera. Ich weiß nicht, wie weit der hinter mir ist. Aber ich glaube, der Karte unten links ziemlich nah. Einfach gar nicht auf die anderen achten, sondern wirklich nur einfach mein Ding hier fahren. So, 3 haben wir noch. So, und jetzt müssen wir mal aufpassen im Tunnel, dass wir hier nicht den nächsten zerlegen. Oder wir auch zerlegt werden. Das war ja diese Linkskurve jetzt hier. Oh, wieder zu nah ran, aber diesmal drum rausgekommen. Geschafft. Und damit sind wir durch. Damit haben wir alle Rennen bei den bei diesem Cup hier erledigt. Ich
So, mit dem Fortuna machen wir dann in der nächsten Folge weiter.